Das Jahr 2020 war ein extremes Jahr. Wir hatten eine weltweite Pandemie, haben sie immer noch. Ashton Kutcher hat mit Saskia Esken von der SPD auf Twitter geflirtet. Ingo Nomsen hört bei Volle Kanne auf. Wie krass kann es noch werden? Vor lauter irren Geschichten im Jahr 2020 vergisst man fast den wahnsinnigsten Wirtschaftskrimi des Jahrhunderts. Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank. Deutschlands Antwort auf PayPal und Apple Pay. Wie heißt die Firma nochmal? Sag's nochmal, Judith. Wirecard. Wirecard verdient Geld mit digitalem Bezahlen. Ein ehrliches deutsches Weltunternehmen. War sogar im deutschen Aktienindex DAX notiert und hat es in diesem Jahr dorthin geschafft, wohin es nur die ganz, ganz Großen schaffen. Hierhin. Die Staatsanwaltschaft München I sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Jan Marschalek, ehemaliges Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer der Wirecard AG aus Aschheim bei München. Die Staatsanwaltschaft München 1 bis 5 sucht nach Jan Marschalek, den Chief Operating Officer of Wirecard. Wirecard. Thank you, Judith. Wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz nachts schweißgebadet aus dem Babybay plumpst, dann schreit er den Namen dieses Mannes. Jan Marschalek! Aber warum? Wer ist Jan Marschalek? Wo ist Jan Marschalek? Wie heißt Jan Marschalek? Achso, Jan Marschalek. Eins weiß ich ganz sicher. Dieser, ich sag mal hier, Chief Operating Officer mit einem Blick wie ein Soldat, der vor 5 Minuten unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wurde, weil er den Nymphensittich des Feldwebels geschändet hat. Zum wiederholten Mal, Jan Marschalek, dieser Mann. Das können Sie mir wirklich glauben. Dieser Mann hat wirklich aber sowas von. Eier aus Stahl. Herzlich willkommen zu Eier aus Stahl Extrem. Und heute geht es um dich, Jan. Jan Marschalek. Obwohl wir gerade wegen Corona eigentlich alle zu Hause sein sollten, bist du nicht da. Du bist auf der Flucht. Interpol fahndet nach dir, Jan, auf der ganzen Welt. Denn du hast mit der Wirecard AG betrogen. Kunden, Anleger, Aufsichtsbehörden, ganze Staaten betrogen von dir. Also Respekt dafür. Respekt, Jan. Du bist einfach ein Macher. Im Konzern waren alle froh, dass sich Marschalek um die schmutzigen Geschäfte kümmert. Genau wie im ZDF alle froh sind, dass ich mich um die schmutzigen Themen kümmere. Schmutzige Themen wie dich, Jan Marschalek. Dirty Jan. Du hast mit Wirecard die komplette deutsche Bankenkriminalität auf ein ganz neues Level gebracht. Nicht einfach bloß illegale Deals mit Gangstern auf der ganzen Welt wie bei traditionellen Banken. Nicht einfach bloß langweilige Geldwäsche. Du, Jan, hast vor unser aller Augen Geld erfunden. Mindestens 1,9 Milliarden Euro. Geld schaffen, wo gar keins ist. Und wenn dich jemand gefragt hat, ey Jan, wo ist denn das ganze Geld hin? Also jetzt mal in echt, hast du gesagt, ja, das ist auf den Philippinen, wo alle seriösen Unternehmer ehrlicherweise ihr Geld hinbringen. Das habe ich da einem Einhorn gegeben und das Einhorn hat das Geld in sein Horn reingepackt. Und das kann man nämlich abschrauben und da sind die 1,9 Milliarden Euro drin. Und die Wirtschaftsprüfer, die Wirecard durchleuchten sollten, haben das mehr oder weniger geglaubt. Jahrelang. Jan, das Allerbeste an dir, du bist selber so eine Art Einhorn. Wir wissen fast nichts über dich. Und das, obwohl du Vorstand des zwischenzeitlich wertvollsten deutschen Bankunternehmens warst. Wir konnten nur ein einziges Video auftreiben, in dem du bewegt zu sehen bist, dafür aber zum Glück gleich doppelt. Hier, einmal am Rednerpult und direkt danach in der ersten Reihe beim Applaus für dich selber. Jan Marschalek, war das ein Schnittfehler oder bist du einfach ein humanoider Klatsch-Cyborg? Keine Ahnung, du bist auf jeden Fall ein Phantom, Jan Marschalek. Alle wissen, dass es dich irgendwo geben muss, nur gesehen hat dich noch niemand. Wie Nazis bei der Polizei. Das wäre mal ein gutes Thema fürs ZDF-Magazin Royal. Und Jan, du wusstest von Anfang an genau, was du tust. Du hast Geld verdient mit digitalem Bezahlen, aber selber hast du sicherheitshalber lieber Cash bezahlt. Umso spannender, dass Topmanager Marschalek bevorzugt in Bar bezahlte, vor allem bei ausgelassenen Partys. Jan, du geiler Geldfreak, immer nur Bar bezahlen? Hast du kein Vertrauen ins eigene Geschäftsmodell oder was? Und ganz kurz, ausgelassene Partys, was waren das denn für welche? Sushi vom nackten Frauenkörper. Das skurrile Leben des Wirecard-Strippenziehers. So schmeckt soziale Marktwirtschaft. Geile DAX-Vorstände essen rohen Fisch von nackten Körpern. Ja, wie denn sonst? Jan Marschalek, das war's aber gerade nicht du, oder? Ich frag, weil sicher bin ich mir nicht. Denn Jan, du bist der Mann.
Der 1,9 Milliarden Gesichter. The Many-Faced God. The Money-Faced God. Du könntest immer noch so aussehen wie auf dem BKA-Fahndungsplakat, das in ganz Deutschland an den Litfaßsäulen hing. Oder aber so wie auf einem deiner mindestens 6 Pässe. 6 richtige Pässe. Das hat Toni Kroos in 3 Monaten nicht geschafft. Ja, Jan, und wo bist du hin mit deinen vielen Reisepässen? Wie siehst du gerade aus? Trägst du wieder Hemd und Converse wie damals in der 11. Klasse? Oder sag mal, Jan, trägst du inzwischen deinen Bart länger? Vielleicht siehst du so aus? Oder hast du eine Brille auf? Oder trägst du einen Fez? Oder hast du eine Pfeife im Mund? Oder ein Einhorn-Gesichtstattoo? Who knows? Herrgott, Jan, man weiß nicht mal, ob du Masalek heißt oder Marschalek. Bist du auf die Philippinen geflohen, wie du letztens in einem privaten Chat angedeutet hast? Es könnte sein, dass ich mich auf dem Weg nach Manila mache, um herauszufinden, was da alles passiert ist. Ja gut, Jan, dass du dich da mal drum kümmerst, mal herauszufinden, was da alles so passiert ist, Jan. Aber pass auf, du bist zwar erst 40, aber wenn man 1,9 Milliarden Euro verschwinden lässt und bei so einem Milliardenbetrug mitmischt, kann das schnell passieren, dass man auf den Philippinen einfach so ganz verfrüht plötzlich hier stirbt. Genau das ist nämlich passiert einem ehemaligen Wirecard-Manager und einem deiner wichtigsten Kontaktleute. Der war gerade 44 Jahre alt und starb kurz nachdem euer Betrug aufgeflogen ist auf den Philippinen. Jan, wäre ich ein misstrauischer Typ, was ich nicht bin, hätte ich nach so einem Todesfall ein paar Fragen. Aber ich weiß, Jan, du magst es schnell und einfach. Schnell und einfach mag ich es auch. Und schnell und einfach mögen es auch die Menschen auf den Philippinen. Das kann super schnell passieren, dass man schnell und einfach auf den Philippinen einfach stirbt. Und dann wird man schnell und einfach zu Asche gemacht. Und der Papierkram, der ist auch super schnell und einfach erledigt. Auf den Philippinen sind Dinge möglich schnell und einfach. Das glaubt man gar nicht. Jan, weißt du, was das hier ist? Das ist eine offizielle, echte Sterbeurkunde. Hier oben, mit meinem Namen drauf. Ist wirklich irre. Ich bin nämlich auch letzte Woche auf den Philippinen eines natürlichen Todes gestorben. Für 61 Euro. Mit Leiche hätte es ein paar hundert Euro mehr gekostet, aber das kann man dem Gebührenzahler ja nicht zumuten. Also nicht ethisch, sondern kostenmäßig. Die Kosten sind das Problem, ethisch kein Problem. Eine echte philippinische Sterbeurkunde zum Preis von einem leckeren Glas Rotwein im Restaurant Käfer. Schnell und einfach organisiert auf den Philippinen. Hey Jan, mal ganz ehrlich, warum fliehen? Warum flüchten, wenn man so günstig sterben kann? Du bist doch sonst so ein Geheimagententyp. Wir haben deine geheimen E-Mail-Adressen recherchiert. Hast du wirklich 007 an deinen Namen drangehängt, wie so ein richtiger Champion? Ich habe dir ein paar Mal Mails geschrieben, aber du hast leider nicht geantwortet, Jan. Darum jetzt mal hier ganz direkt von Jan zu Jan. Du bist ein unseriöser Typ, ich bin ein unseriöser Typ. Wir beide lieben Österreich, wir beide lieben Sushi. Meine Kolleginnen und ich, wir haben so viel über dich rausgefunden. Aber trotzdem, ganz ehrlich, wir haben immer noch 1,9 Milliarden Fragen mindestens an dich. Du hast Bilanzen frisiert, du hast Geld erfunden, du hast philippinische Grenzbeamte bestochen. Darum würde ich dir vorschlagen, klären wir das Ganze direkt hier. Ich stelle dir die wichtigsten offenen Fragen hier im ZDF und du antwortest, wenn du möchtest, einfach per Mail. Schreib mir einfach an meine private Mailadresse, ganz diskret, poststelle@bka.de. Jan Marschalek oder wie Olaf Scholz dich nennt, Jan Marschalek! Meine erste Frage. Wie wird man so ein cooler Hund wie du mit solchen Titaneiern? Und meine zweite Frage. Jan Marschalek, wie hat deine Wirecard-Gang es geschafft, über 1000 Briefkastenfirmen in der britischen Kleinstadt Consett zu gründen, ohne dass einige der Firmeninhaber davon was mitbekommen haben? Ein 61-jähriger Rentner als Chef von Hardcore-Porno-Webseiten. Der Rentner wusste davon nach eigener Aussage gar nichts. Und stimmt es, was unsere Informanten erzählen, dass du in deinem Büro ein Lego-Batmobil auf dem Tisch hattest? Das ist ja mega geil. Und eine Matroschka-Puppe mit Putin-Gesicht drauf. Und dass in deinem Büro ein Pappaufsteller stand von Donald Trump? Ich meine, Journalisten vom Handelsblatt haben das herausgefunden. Und einige von denen machen das hauptberuflich. Für Geld. Geld. Genau, Jan. Davon hatte Wirecard Ahnung. Von Geld. Und wenn irgendjemand zwischen Wirecard und Geld stand, dann hat Wirecard den beiseite gebeten. Einem Kritiker schickte die Firma gar einen Ex-Boxer vorbei. Der Gentleman-Boxer Sir Ahmet Öner hat für die Wirecard AG Leute eingeschüchtert. Das ist der hier. Don't laugh at me, please. Don't laugh. Don't laugh at me. When you laugh again, don't laugh at me.
Okay, ist ja gut. Jan, so hat Wirecard das vor dir geregelt, old school. Aber dann kamst du, der Asi ohne Abi aus Österreich. Und ich meine ganz ehrlich, Jungs, die sich auf Klassenfotos für einen Klodeckelbart entscheiden, so wie du, die brauchen keine Profiboxer, um Leute einzuschüchtern. Du hattest Felix Hufeld. Felix Hu? Felix Hufeld. Jan, das ist der Mann, der hauptberuflich deine alten Krawatten aufgetragen hat und nebenbei Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht war. Kurz, oder immer noch ist, kurz BaFin. Gesundheit. Es ist am Ende, ist es immer noch eine Comedy-Sendung hier. Felix Hufeld und seine BaFin sollten eigentlich Wirecard beaufsichtigen, denn Wirecard ist ein Finanzdienstleister. Und wenn man von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eines erwarten darf, dann, dass sie verdammt noch mal Finanzdienstleister beaufsichtigt! Aber was hat die BaFin gemacht, Jan? Statt dich zu kontrollieren, haben BaFin-Mitarbeiter lieber mit Wirecard-Aktien spekuliert, um selber Cash zu machen nach Feierabend. Au, Wire! Und es wird noch besser. Als Journalisten Wirecard gedisst haben, hat die BaFin von Felix Hufeld so reagiert. Don't laugh at me! Also fast. Finanzaufsicht BaFin zeigt Financial Times Journalisten an. Das muss man sich mal vorstellen. Die staatliche Aufsichtsbehörde, die Wirecard eigentlich kontrollieren soll, zeigt Leute an, die sagen, Entschuldigung BaFin, da stimmt was nicht bei Wirecard. Ganz ehrlich aber auch mal, ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn Journalisten auf einmal so neugierig sind, nicht wahr, Jan Marschalek? Du, Janni, hast die BaFin zu deiner Bitch gemacht. Du warst top und Felix Hufeld war dein Bottom. Ist so. Also, Respekt dafür. Ja, Respekt, die geschmeidigen Krawattenbratans. Jan, ey, wer viel Geld hat oder zumindest so tut, der hat Bitches ohne Ende. Und du hattest sie wirklich alle. Du hattest adlige Bitches. Gutenberg lobbyierte in China für Wirecard. Frei Bitch Karl Theodor zu Gutenbitch. Stopp, ganz kurz, das kann man so nicht sagen. Doktor, frei Bitch Karl Theodor zu guten Bitch. Der Lothar Matthäus des Promovierens hat dir und Wirecard beim Versuch geholfen, in China eine Firma zu übernehmen. Und er hat sogar noch eine Freundin mitgebracht. Die Reise von Angela Merkel nach China im September 2019, wo die Kanzlerin vor Ort für Wirecard warb. Masalek, du kleiner Lump. Sogar die Kanzlerin hat für deinen dubiosen Verein geworben. Was sagt denn das Kanzleramt dazu? Oh, da haben wir wohl zu spät reingeschaltet. Oder was meinst du, Waldemar? Oh, meine ich auch. Jan, ziehen wir mal kurz Bilanz, zur Abwechslung ungefälscht. Wirecard und du haben ein riesiges Verlustgeschäft aufgebaut. Und eure Verluste habt ihr mit erfundenem Geld kriminell vertuscht. Und wer Fragen gestellt hat, bekam es mit Boxern, Hackern und mit Felix Hufels Krawatte zu tun. Du kleiner Schlawiner. Jan Marschalek, du bist ein kleiner Halunke. Deine Eier sind echt, die sind echt härter als Stahl. Unsere gemeinsamen Freunde vom Handelsblatt haben noch was Interessantes rausgefunden, Jan. Du hast wohl nicht nur 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen erfunden, nein. Auf bislang unbekannten Konten sind noch mal 800 Millionen Fantasie-Euros aufgetaucht. Und noch was haben diese verdammten Journalisten vom Handelsblatt rausgekriegt. Mach das scheiß Logo weg! Sonst gibt's von Felix Hufeld Paufs Maul! Jan! Du sollst dir auf Kosten von Wirecard Geld geliehen haben. Echtes Geld für dein Privatkonto, von dem bislang niemand was wusste. 120 Millionen Euro. Ey, Jan, wie viel ist das umgerechnet in Sushi? Keine Ahnung, I don't know. Es gibt auf jeden Fall eine ziemlich eindrucksvolle Liste mit Geheimkonten und den Namen deiner Freunde und der Unternehmen, mit denen du gemeinsam Geld beiseite geschafft haben sollst. Und weißt du was? Ey, weißt du was, Jan? Komm her. Was soll denn der Scheiß? Die Liste hauen wir einfach mal raus, veröffentlichen. Gemeinsam mit dem Handelsblatt. Ich meine, was soll passieren? Flüchten kannst du ja nicht mehr. Bisher schon. Wir haben extra eine Website für dich gebaut, Jan. www.janmarschalek007.cash. Und wenn ich auf diesen Button drücke, ist die Liste mit all den Konten und all den Namen und allen Unternehmen online. Achtung, fertig und... So einfach geht das. Guck doch mal rein, Jan. Ist auch bestimmt keine Falle. Ey, Jan, wenn du gerade schlechten WLAN-Empfang hast, weiß ja nicht, wo du bist. Am Montag gibt's das alles nochmal ausgedruckt im Handelsblatt in einfacher Sprache. Nur für dich. Jan, du hast womöglich über 100 Millionen Euro mitgenommen auf deiner Flucht. Aber wo genau bist du denn damit hin? Wo machst du gerade Party? In Belarus? Schraubst du dir jetzt gerade mit ein paar schönen Weißrussinnen eine Palette Alge Red Bull rein? Ey,
Weißt du, wie gefährlich weißrussische Frauen inzwischen sind für Mackertypen wie uns? Frag mal den Lukaschenko. Luki! Jan, ey, komm lieber hierher zu mir. Komm zu mir nach Deutschland, komm. Wir machen gemeinsam ein bisschen Party. Wie wär's? Und du verrätst mir ein paar Sachen. Ein paar ganz geheime Sachen, nur unter uns zwei Jans. Ich hab mich noch ein paar mehr Fragen. Jan Maschalek, warum warst du am Abend vor deiner Flucht mit dem ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer Martin Weiß essen? Kurz vor einer abendlichen Fluchtaktion soll Maschalek den früheren ranghohen BVT-Mitarbeiter Martin W. getroffen haben. Deine ganzen Österreich-Verbindungen sind sehr spannend. Hast du wirklich die rechtsextreme FPÖ mit Geheimdienstinformationen versorgt? Ex-Wirecard-Vorstand Maschalek war laut einem Zeitungsbericht ein geheimer Informant der FPÖ. Wolltest du wirklich eine bewaffnete Kämpfertruppe in Libyen aufbauen, die Menschen an der Flucht übers Mittelmeer hindern sollte? Unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe wollte Jan Maschalek österreichische Behörden in den Aufbau einer Miliz in Libyen involvieren. Ey Jan, ich hab so viele Fragen, ganz ehrlich. Hatte Ex-Vorstand Formel für Nervengift? Ey, ganz kurz, hattest du wirklich die Formel für das russische Nervengift Novichok? Momentchen mal. Moment. Guck mal, Jan, bei mir in Deutschland gibt's auch Sushi. Mmh. 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 Schmeckt aber schon ein bisschen nach Novichok. Alter, ganz kurz, Maschalek, warst du wirklich mit dem russischen Militär in Syrien? Maschalek habe sich damit gebrüstet, die syrische Stadt Palmyra kurz nach deren Einnahme als Gast der russischen Truppen besucht zu haben. Wann hattest du denn Zeit für all das, Jan? Denk doch mal an deine Bandscheibe. Ey, Jan, ganz ehrlich, wir zwei. Wir sind doch letztlich aus dem gleichen Stahl geschnitzt. Zwei Jans in zu engen Anzügen, die den Staat und arglose Kunden um eine Menge Geld betrügen. Lass uns zwei doch zusammenarbeiten, Jan. Ich meine, du bist doch frei. Im Gegensatz zu Wirecard-Oberboss und Totalversager Markus Braun. Der ist in Untersuchungshaft. Ey, wie dumm kann man sein? Noch nicht mal eine Krawatte an. Peinlich. Wobei, Markus Braun hat auch tolle Tricks auf Lager. Markus Braun kann Zeugen allein mit Blickkontakt einschüchtern. Ja, trotzdem im Knast, hat ja toll geklappt. Im Gegensatz zu dir, Jan Maschalek. Ey, Jan, du lässt schön am Strand von Moskau die Krawatte in den Borscht baumeln. Aber genug gebaumelt jetzt. Komm zu mir nach Deutschland, komm zurück. Wir beiden Jans, wir vollenden, was du wirklich vorhattest. Projekt Panther, wie Wirecard die Deutsche Bank übernehmen wollte. Russland die Kontrolle über die Deutsche Bank zu geben. Na gut, als Aktionär sage ich, warum nicht, wenn es hilft. Aber dann, wenn wir das geschafft haben, Jan, tauchen wir beide, wir zwei Jans, gemeinsam, Hand in Hand, in den Albträumen von Olaf Scholz auf. Ich mache ihm Angst mit diesem 800-seitigen Fragenkatalog zur Cum-Ex-Affäre. Und du, Jan Maschalek! Zeigst Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, dann deine Eier aus Stahl.